Die läuft. So, wir nähern uns langsam dem Finale. Nochmal zu mir, mein Name ist Günther Hellwig. Und das Ganze, was ich hier spiele, nenne ich meine Sicht der Dinge. Das sind teilweise eigene Sachen, aber auch zum Teil ja, altbewährtes, altbekanntes, dass ich dann eben so spiele, wie ich mir das denke, in meine Sicht der Dinge. Das Ganze hier ist nochmal kostenlos und ich bekomme keinen Cent dafür. Die junge Dame hier vorne aber mit dem blonden, lockigen Haar wird jetzt nochmal mit einem Hut durchgehen. In dem Hut sind auch ein paar CDs, einfach rausnehmen. Ihr könnt Geld reinwerfen. Ja, rausnehmen nur die CDs, das Geld dann drin lassen. Dankeschön. Das nächste Stück ist von mir. Und da geht es eigentlich darum, dass wir heutzutage ziemlich, ja, ich nenne es mal ein bisschen oberflächlich geworden sind und sehr viel mit Floskeln arbeiten. So heißt das Stück auch Floskeln. Welchen Fuß nehme ich jetzt? Anstand und an alle anderen wird gedacht, es ist schon gut, ach das macht mir doch gar nichts aus, komm doch heran und fühl dich bei mir wie zu Hause. Das muss echt nicht sein, auf so eine Floskel und dann fange ich an zu schreien. Hast du das ernst gemeint? Oder ist das nur Gelaber so zum Zeitvertreib? Ehrlich ernst gemeint, doch eigentlich will ich's gar nicht wissen, denn damit stiehlst du mir die Zeit. Irgendetwas hat es dir auch gut geschmeckt. Wenn ich dich sehe, muss ich dir sagen, du bist perfekt. Dein Lächeln ist bezaubernd wie der Sonnenschein. Ich freue mich, dich zu sehen, lass deine Schuhe an und komm rein. Was Gutes tun und sag mir, hast du Platz? Siehst dort blenden aus, das ist dein Lieblingssatz. Bist so elegant und du hast klasse Charme und Stil. Hör mit den Floskeln auf, das ist einfach zu viel. Hast du das ernst gemeint? Oder ist das nur ein Lava so zum Zeitvertreib? Ehrlich ernst gemeint, doch eigentlich will ich's gar nicht wissen. Damit stiehlst du mir die Zeit. Hast du das ernst gemeint? Oder ist das nur Gelaber so zum Zeitvertreib? So richtig ernst gemeint, doch eigentlich will ich's gar nicht wissen, denn damit stiehlst du mir die Zeit. Thank you.
Leute, es wird richtig hart, noch ein Stück von mir. Und zwar geht es um meine Heimat. Wer es ein bisschen im Internet verfolgt hat oder sowas, der hat gelesen, dass ich nicht aus Norddeutschland bin, sondern ich komme eigentlich aus dem Allgäu. Nachdem das Allgäu so ein schönes Land ist, habe ich gedacht, da muss ich mal was spielen. Eingebrannt, Land der Berge.
wo mein Allgäuer bleibt. Das ist wunderschön im Allgäu. Aber die Menschen in Norddeutschland sind einfach die Besseren. Danke. Ja, ist so. Und ich muss es wissen, ey. Ich war da lange. So, wieder mal eine andere Gitarre. Und das ist genau die Stelle, an der ich František Furch für diese wunderbaren Instrumente danke. Fast perfekt bis auf das weiße Kabel. Entschuldigung. Das ist das Hochzeitskabel. Du, wenn ich das nächste Mal wieder komme, dann musst du das weiße Kabel dabei haben. Ne? Sonst, immer. Sonst immer. So, das nächste Stück ist von Richie Sambora. Das ist eigentlich der zweite Part des Liedermacher-Duos Bon Jovi. Ja? Ist da jetzt leider nicht mehr. Liegt daran, dass er wahrscheinlich zu viel gesoffen hat. Eigentlich schade. Am 21.12., am 23.12. und am 27.12. in diesem Hause. Das letzte Stück, was ich spiele, werde ich in einem südeuropäischen Dialekt singen. Und zwar, ich werde mich in dem österreichischen Dialekt versuchen. Das ist ein Stück von Reinhard Fendrich.
Das heißt, Weißer Erzhorst hier in Waldburg. Passt mal ganz gut auf. In der Regel ist es immer so, in der letzten Strophe verkacke ich komplett, weil ich immer zum Heulen anfange. Taschentücher mal da. Jo, das ist nicht schlecht. Aber ich probiere das mal. Fängst du auch schon an? Ja? Gucken wir mal, wie weit wir es schaffen, ne? Weißer Herzog, wie der Berg war, weißer Wahnsinn ist für mich,
stehe auf dir. Weißer Herzog, wie der Berg war, weißer Wahnsinn, bist für mich. Stehe auf dir. Dankeschön. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Kann man noch einen Wunsch äußern? Ja. Look wonderful tonight noch einmal, bitte. Wonderful tonight noch einmal. Als Zugabe. Okay, auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn. Danke. Und einer einzelnen Dame.